Hallo ihr Lieben, in dem Video soll es heute kurz darum gehen, wie du es schaffst, deine Angebote richtig sexy und geil zu verkaufen. Das heißt auf gut Deutsch, mehr von deinen Angeboten zu verkaufen und zwar so, dass echte Win-Win-Situationen entstehen. Das heißt, dass du dich freust und dass der Kunde sich freut oder die Kundin. So, das heißt, was es dafür braucht, mein Hack, den ihr hier heute mitbekommt, und den werde ich dann gleich noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, ist die Antwort auf die Frage, und die kannst du dir gerne mitschreiben oder die solltest du dir beantworten können. Für wen biete ich was genau mit welchem konkreten Nutzen an? Wenn du eine hundertprozentig geile Antwort auf diese Frage hast, wird Verkaufen total smart, easygoing und Win-Win für beide. Was ich häufig erlebe, woran es ein bisschen scheitert, warum sich Sachen nicht oder nicht gut genug verkaufen, ist, dass im Zweifelsfall der Nutzen und der Wert nicht deutlich genug beim Kunden rüberkommt, als dass der Kunde oder die Kundin es verstehen könnte, was er oder sie davon hat. Also der Kunde stellt sich ja immer die Frage, ich bleibe mal kurz bei der männlichen Version in dem Video, also der Kunde heißt auch Schrägstrich die Kundin. Der Kunde stellt sich immer die Frage, war Brimi da? Also was bringt mir das, was habe ich davon? Und je mehr du eine Antwort darauf bietest, übersetzt in die Welt des Kunden, also schon die Transferleistung für ihn übernommen hast, desto leichter ist es, dass der sagt, yippie, ja, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, will ich haben. Ja, das heißt, dann brauchst du auch nicht diesen klassischen harten Verkauf zu machen, mit dem Kunden hinterher zu rennen und mit 20.000 Totschlagargumenten oder mit schwarzer Rhetorik oder mit sonstigen komischen Methoden, den zu versuchen, irgendwie dazu zu bringen, sondern den magnetisch per Sog zu dir zu ziehen, weil du genau die Lösung hast für das Problem, was dein Kunde hat. Das heißt, du musst in der Lage sein, das Problem ziemlich gut zu Also erstmal erkannt zu haben und dann auch zu formulieren, damit du den Kunden dort abholen kannst. Und dann den Nutzen deines Angebotes, egal ob es eine Dienstleistung ist oder ein physisches Produkt oder so, auf die Frage, ne, was bringt mir das quasi, darauf eine Antwort zu geben und nicht zu verwechseln, dass wir nicht den Vorteil eines Produkts oder eines Angebots mit dem Nutzen verwechseln. Das wird nämlich gerne gemacht, ja. Also als Beispiel, ich habe mal was für eine große Bank gemacht mit ganz vielen Geschäftsstellen in Düsseldorf. Und dann hieß es, ja, der Vorteil ist, wir haben ja 72 Geschäftsstellen in Düsseldorf. Ja, das ist richtig formuliert. Der Vorteil ist das. Aber Vorteil ist noch nicht Nutzen. Und ich möchte euch kurz den Unterschied erklären. Der Nutzen, wenn ich den formulieren würde, heißt die Transferleistung für den Kunden schon übernehmen, sieht als Beispiel wie folgt aus. Dadurch, dass dieses Unternehmen 72 Geschäftsstellen in ganz Düsseldorf hat, hat das für Sie den Vorteil, dass wenn Sie abends ins Kino wollen und Sie haben vergessen, Geld abzuheben, Sie maximal 4 Minuten zum nächsten Geldautomaten brauchen, weil sich einer an jeder Straßenecke befindet. Das heißt, kurze Wege an jeder Straßenecke, maximal 4 Minuten. So, das wäre konkreter Nutzen, ja? Also schnelle Verfügbarkeit, gute Erreichbarkeit. Aber eben nicht als Plattitüdenwort, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, gute Erreichbarkeit, Verfügbarkeit. Ja, oder wir haben einen tollen Service, was de facto nichts aussagt, sondern übersetzt es. Was genau bedeutet das? Weil das wird dann der Nutzen. Ja? Der tolle Service ist gar nichts sagend. Aber wenn ich das erklären kann, was genau dem Kunden das bringt, was ich da genau leiste, biete und liefere, das wird den interessieren. Denn Kaufentscheidungen werden immer zuerst von unserem limbischen System, das ist hier rechte Gehirnhälfte, Gefühlszentrum, getroffen und dann rational, also linke Gehirnhälfte, nur noch gerechtfertigt und argumentiert. Aber wir treffen, auch wenn uns das nicht bewusst ist, die Kaufentscheidungen aus dem limbischen System, also aus dem Gefühl heraus. Da gibt es 20.000 Bücher und sonst was drüber, da will ich hier gar nicht eingehen, sondern mehr auf das Verständnis davon, mach es dir doch leicht. Das heißt, mach einmal deine Hausaufgaben und beantworte die Frage, für wen biete ich was genau, mit welchem konkreten Nutzen an. Also Beispiel, damit ihr euch das leichter vorstellen könnt, ich nehme was von mir. Ich arbeite für freiheitsliebende, hochsensible Unternehmerinnen. Und wenn ich da jetzt einen Pitch zu machen würde oder da einen Satz rausmachen würde, was genau, ne, bringt das und für wen? Also die Zielgruppe wisst ihr jetzt schon, das sind freiheitsliebende, hochsensible Unternehmerinnen.
Genau genommen auch noch ab 45 plus. Das heißt, es ist sehr spezifisch, weil Hochsensible sind eh nur 10-15% der Bevölkerung und dann auch noch Frauen und dann auch noch ab 45. Also ihr merkt, das ist sehr spitz. Das ist aber sehr geil, weil das Klarheit ist, die ich in einem anderen Video ja schon kurz erklärt habe, die wir brauchen. Also für wen ist klar? Biete ich was genau, war ja der zweite Teil der Frage. Ja, was? Und mit welchem konkreten Nutzen an? So, also ich unterstütze hochsensible, freiheitsliebende Unternehmerinnen dabei, sich ein Business aufzubauen, was auf ihrer Passion beruht und damit mindestens sechsstellig zu verdienen. So, da steckt ja schon mal relativ viel drin, nämlich für wen biete ich was, mit welchem konkreten Nutzen an? Und jetzt könnte man, wenn man das wollte, noch detaillierter machen, damit sie endlich die Möglichkeiten und die Freiheit haben, die Dinge zu tun oder zu lassen, die sie schon immer tun oder lassen wollten. Also ihr merkt, man kann das noch tiefer machen, aber es geht um die Grundidee dessen, dass ihr versteht, übersetzt es in die Welt des Kunden. Ich kann auch zum Beispiel sagen, ich zeige meinen Unternehmerinnen Schritt für Schritt, wie das geht. Wir arbeiten und wir lösen alle Blockaden, die im Unterbewusstsein sitzen, auf und sorgen dafür, dass du mit Leichtigkeit die Schritte gehen kannst, die für dich richtig und nötig sind, um dort mit Leichtigkeit hinzukommen. Das heißt, wir finden eine passgenaue Strategie, die für dich passt, um dein Ziel sechsstellig mit der Passion, mit Leichtigkeit zu erreichen. So, und alles, was für mich geht, geht für dich und euch da draußen ja genauso. Das heißt, überlegt euch das für euer Produkt. Auch wenn ihr als Beispiel ein physisches Produkt verkaufen solltet und keine Dienstleistung. Es ist immer das gleiche Prinzip. Sobald ihr eine geile Antwort habt, ja, könnt ihr das natürlich auch argumentieren und also nach draußen kommunizieren. Und alles, was ihr kommunizieren könnt, kann gehört werden. Und was gehört wird, ne, kann der andere für sich prüfen, passt das zu dem, was ich gerade suche. Deswegen macht es sehr viel Sinn, die Probleme deines Wunschkunden sehr genau zu kennen oder dich damit zu befassen, damit du das so geil formulieren kannst, dass der sagt, sag mal, wozu bei mir im Kopf, woher weißt du das eigentlich so genau, wo die Themen sind? Ja, davon sind bei mir viele Kundinnen immer wieder fasziniert, so nach dem Motto, woher weißt du eigentlich, an welchen Glaubenssätzen es hakt oder sonst was? So, das heißt, wenn du deinen Kunden besser kennst als er sich selber im Zweifelsfall, da fängt es an, richtig geil zu werden. Weil dann ist das total einfach, Sog zu erzeugen. Ja, weil du sprichst das aus, was der andere dann nachher dann auch irgendwann klar hat. Und falls du dann noch, so wie ich, die Fähigkeit hast, nicht nur hochsensibel zu sein, sondern vielleicht auch hochsensitiv, das heißt mit sehr feinen Antennen, also sehr gut ausgestattet sein zu der Connection zum Universum, dann kannst du das natürlich auch nutzen, sprich deine Intuition, die Eingebungen, die dir zwischendurch kommen, dafür zu nutzen, damit das alles richtig einfach ist. Und von dem Mainstream, konventionellen, du musst das und das und das und so machen, wegkommst. Weil mir ist immer gesagt worden, was alles nicht geht. Also wenn ich einen Launch vorhabe, dann muss ich das so und so machen. Und das fühlte sich für mich aber falsch an. Und ich habe es anders gemacht und ich habe die Quick-and-Dirty-Lösung gemacht und es hat saugeil funktioniert und besser als bei manch anderen Leuten, die teuer Geld ausgegeben haben für bestimmte Marketingstrategien und sonst was, weil es auch, ne, ich sage immer, von innen nach außen gearbeitet ist. Das heißt, Passion und alles kommt von innen. Ja? Das heißt, du solltest wirklich authentisch für dich gefunden haben, wo stehe ich hinter, was bin ich, was macht mich aus. Was ist da, wo mein Herz Samba tanzt? Und wenn du das weißt, strahlst du es aus und was du ausstrahlst, ziehst du an. Das sollte mein kurzer zweiter Impuls an euch sein, also zum Thema Marketing. Ne, für wen biete ich was, mit welchem konkreten Nutzen an? Probiert das für euch aus. Falls ihr Fragen habt, kontaktiert mich gerne. In dem Sinne, alles Liebe.